Heute sollen ja die neuen Prototypen kommen, gerüchteweise mit einem neuen Kameraanschluss. Ich bin auf alles vorbereitet. Lassen wir uns überraschen. Arnold, dein Ja? Paket ist da. Ja, super, zeig her. Okay, Brennweite kenne ich schon mal. Okay, Kontaktleiste unten, okay. Die üblichen Verdächtigen scheiden schon mal aus. Oh, ne. Ne. Sorry. Aha. Wenn Sie wissen wollen, was sich dahinter verbirgt, bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Sigma Deutschland. Ja, drei neue Objektive stehen hier vor mir. Wobei so ganz neu sind sie nicht, denn wir haben die schon länger im Programm. Aber ganz neu ist der Anschluss. Nämlich diese drei Objektive sind die ersten, die wir anbieten mit Fujifilm X-Mount. Passend zum Beispiel hier zu dieser X-T4, die ich hier stehen habe. Gehen wir ganz kurz hier in den Überblick hinein. Hier sehen wir alle drei Objektive nebeneinander. Witzig ist, dass je kürzer die Brennweite, umso größer ist das Objektiv. Wir haben hier das 16 mm Objektiv, das 30er und das 56er. Gleich zu Anfang die wichtigsten Eckdaten, nämlich die Preise: 399 Euro, 329 Euro und 429 Euro für das 56 mm Objektiv. Verfügbar werden die alle drei sein ab dem 8. April. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die nochmal in dem Überblick hier an. Wichtig zu wissen, diese drei Objektive gibt es alle drei schon länger. Und zwar wir sehen das hier auch schön in der Tabelle. Wir haben das 16 mm Objektiv im Jahr 2017 vorgestellt. Dann haben wir in 2018 das 56er vorgestellt und bereits in 2016 hatten wir das 30 mm Objektiv auf den Markt gebracht. Die gibt es mit Canon EFM, die gibt es mit Micro Four Thirds, die gibt es mit Sony E und die gibt es mit L-Mount. Und jetzt eben auch mit Fujifilm X-Mount. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz eine Sache zeigen, weil wir gerade von Bajonetten sprechen. Ne? Man denkt so, Bajonett. Ich habe hier an dem Bajonett, haben alle drei Objektive, haben hier so eine Gummilippe. Die haben die in den anderen Anschlüssen auch. Und mit dieser Gummilippe wird verhindert, wenn man das jetzt hier so ansetzt, schmiegt sich diese Gummilippe an das Bajonett heran und dichtet die Verbindung zwischen Kamera und Objektiv ab, sodass da keine Feuchtigkeit eindringen kann, was speziell wichtig ist für die Kontakte hier. Denn diese Kontakte, sowohl kameraseitig wie auch objektivseitig, die sollen natürlich nicht korrodieren und deshalb ist das eine ganz wirksame Sache, wenn man bei Witterungsverhältnissen draußen ist, die ein solches Eindringen von Staub oder Wasser begünstigen könnten. Jetzt ist das ja vielleicht für viele Fuji-Kamerabesitzer der allererste Kontakt zu Sigma. Und die werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, haben die denn keinen Blendenring? Nein, diese drei Objektive haben keine Blendenringe. Das hat folgenden Hintergrund. Wir haben natürlich auch Objektive mit Blendenringe im Programm, was ja gerade die Videofilmer unter den Zuschauern besonders zu schätzen wissen. Aber diese drei Objektive gibt es ja eben schon seit bis zu 6 Jahren. Und die hatten nun mal in den bisherigen Anschlüssen keine Blendenringe. Jetzt ist der neue Anschluss auf dem Aufbau dieser bereits bestehenden Serie basierend. Und das heißt, man hat jetzt hier nicht angefangen, noch Blendenringe mechanisch zu integrieren. Es ging darum, das Bajonett hier dran zu bekommen, die Firmware entsprechend anzupassen. Deshalb hier keine Blendenringe, um eben nichts am Aufbau zu ändern. Die Blende lässt sich ja auch problemlos an der Kamera einstellen. Vielleicht am Anfang ein bisschen eine Umstellung, aber kein Problem.
Was ist aber der Vorteil, dass dieser Aufbau sich eben nicht geändert hat? Nun, wir bieten ja für Objektive an, dass man den Anschluss wechseln kann. Also diesen Anschlusswechselservice, der gilt auch für diese Objektive. Sprich, man kann ein Sony E-Mount oder ein MFT oder ein EFM entsprechend umbauen auf L-Mount, auf den X-Mount, wie man das gerne hätte, links nach rechts, gerne auch mehrfach. Ja. Das heißt, wenn man irgendwann die Kamera wechselt, kann das Objektiv bleiben. Es wird eben nur der Anschluss gewechselt. Und das funktioniert eben, weil man an dem generellen Aufbau der Objektive nichts geändert hat, sodass die in dem Mount Change Service, wie er heißt, eben kompatibel bleiben. Diese Objektive, die wir jetzt hier schon in den Anschlüssen eben aufgezählt im Programm haben, die sind vom Markt bislang sehr, sehr gut angenommen worden. Und der Hintergrund ist relativ klar, die performen sehr gut. Die Objektive sind sehr kompakt gehalten. Ich meine, die sehen jetzt hier groß aus, weil die Gegenspenden noch drauf sind. Ich mache die gerade mal ab. Die sind übrigens im Lieferumfang immer dabei. Bitte auch benutzen. Die schirmen Streulicht sehr gut ab. Bei dem 16 mm Objektiv sehen wir hier sogar eine Petal Hood, das heißt eine tulpenförmige Gegenlichtblende für den idealen Streulichtschutz. So, das heißt, sie sind sehr kompakt und sie bringen eine hervorragende optische Leistung. Und man nimmt die dann auch eben gerne mit raus, weil sie nicht groß auftragen. Ich meine, machen wir das gerade noch mal kurz hier dran. Nehmen wir exemplarisch das 56er, weil es einfach am kleinsten ist. Packen es hier dran. Und mal ganz ehrlich, das macht einen schlanken Fuß. Das wiegt nicht viel. Die drei Objektive wiegen zusammen kein Kilo. Das lässt sich gut im Rucksack oder auch mal in der Tasche verstauen. Ja, optische Leistung. Wie wird die erreicht, dass die so hochwertig ist? Schauen wir uns den optischen Aufbau mal kurz an. Ich habe hier so ein paar Diagramme und zwar von allen drei Objektiven. Hier sehen wir den Einsatz der verschiedenen Gläser. Farbig hier markiert, kann man sich hier anschauen und auch die MTF-Kurven, die die Leistung bis zu dem vom Zentrum bis in die Bildecken zeigen. Und da fällt vielleicht dem einen oder anderen aufmerksamen Beobachter auf, dass bei dem 16 mm sehr bemerkenswert ist, dass es sich um einen Retrofokus-Objektivtyp handelt und das Objektiv 16 Linsenelemente beinhaltet. 16 mm, 16 Elemente. Zufall. Davon sind zwei SLD-Linsen, zwei FLD-Linsen und zwei asphärische Linsenelemente. Das liefert wirklich gestochen scharfe, knackige Aufnahmen vom Zentrum bis in die Ecke. Und bei dieser Brennweite wird auch dann der eine oder andere Astrofotograf wieder schwach werden und wird sagen, tolle Lichtstärke, toller Bildwinkel, tolle Schärfe, kein Koma, bietet sich an für diese Aufnahmen von Sternhimmeln. Jetzt ist eine Besonderheit bei allen dreien Objekten, bei den ganzen dreien Objektiven, dass zur Fokussierung, man sieht es auf diesen Diagrammen auch nochmal, dass zur Fokussierung nur ein Linsenelement bewegt wird. Das wird also innerhalb des Objektives linear bewegt, das geht sehr, sehr schnell und das führt zu einer verzögerungsfreien, lautlosen, zuverlässigen Fokussierung. Interessant, das ist natürlich für alle drei Objektive spannend, aber speziell beim 16 mm Objektiv macht diese Videotauglichkeit, also dieser Continuous Focus, der damit möglich ist, macht diese Brennweite sehr, sehr interessant für YouTuber und für Vlogger. Das heißt, die Brennweite, wenn man das jetzt mit dem Crop-Faktor umrechnet, habe ich ein 24 mm Objektiv. Das heißt, ich kann die Kamera am ausgestreckten Arm halten, habe einen schönen Bildausschnitt und kann dann reporten, wo ich gerade bin und was ich hier gerade tue. Und ich selber bin jetzt kein großer Videofilmer, dafür habe ich meine Leute. Und ich habe das aber trotzdem mal ausprobiert und habe gesagt, mal schauen, wie dieser Autofokus, wie schnell der funktioniert und habe dann mal ein kleines Video drehen lassen. Und das gucken wir uns mal kurz an. Ja, ich werde hier gerade gefilmt mit der Fujifilm X-T4 und unserem Sigma 1,4 56 mm DCDN. Die Aufnahme hier, die soll dem Zuschauer zeigen, dass der Autofokus auch im Videobereich sehr schnell und zuverlässig arbeitet. Das wird erreicht, indem ein Linsenelement schnell linear bewegt werden kann, um sich eben schnellen Entfernungsänderungen anzupassen.
Mir bleibt noch zu sagen, dass ich mir von meinen japanischen Kollegen wünschen würde, Produktneuheiten im Sommer vorzustellen und nicht im Winter, weil es ist kalt, es ist dunkel, es hat bis eben geregnet, es ist ungemütlich kalt, hatte ich schon gesagt, ja. Und deshalb würde ich jetzt sagen, ich gehe zurück ins Studio. Wir sehen uns. So, wie man sieht, der Autofokus arbeitet zuverlässig und auch sehr zügig. Und wenn wir bei dem Thema Autofokus sind, dann kommt auch immer wieder die Frage von den Nutzern, wie ist denn das mit IAF? Das ist grundsätzlich ein Feature der Kamera. Aber das Objektiv muss es einfach unterstützen. Das Objektiv muss das einfach auch entsprechend mitbringen, dass die Kamera, dass diese Software das Auge erkennt. Und auch das habe ich für Sie ausprobiert. Schauen wir uns das auch noch kurz an. So, ich bin dann also auf die Kamera zugelaufen. Da sehen wir auch nochmal, wie der Fokus arbeitet. Und sofort erkennt die Kamera, zieht einen Rahmen um den Kopf, um das Gesicht und dann den Punkt auf das Auge. Auch wenn ich mich dann wegdrehe, dann kann die Kamera natürlich kein Auge mehr erkennen. Und sobald das Auge wieder ins Bild kommt, wird es zuverlässig von der Kamera dann mit dem Objektiv gemeinsam erkannt und auch entsprechend scharf gestellt. Wir sehen ja auch hier immer das kurze Schwarze. Das sind die Aufnahmen, die dann hier gemacht wurden. Und die können wir uns ja hier auch im fertigen Ergebnis anschauen. Und wenn ich dann auch noch weglaufe von der Kamera und mich dann plötzlich wieder umdrehe, erkennt die Kamera sofort wieder, Mensch, da ist ein Gesicht und da ist ein Auge und geht sofort wieder da drauf. Also dieses wichtige Feature wird von den Objektiven problemlos unterstützt. Ja, ich hatte diese drei Objektive wieder etwas im Voraus. Das ist bei diesen Neuheiten glücklicherweise üblich, dass ich die so eine Woche, manchmal zwei Wochen vorher habe. Schön wäre, wenn das Wetter immer mitspielen würde, dann könnte man das noch schöner einsetzen. Aber ich war auch mit diesen drei Objektiven, trotz Sturm, trotz Regen, manchmal sogar kurzfristig Schneefall, war mit diesen drei Objektiven draußen und habe damit ein bisschen fotografiert. Und das schauen wir uns an. Viel Spaß bei Bauer und Tour. So, ich habe jetzt hier das 56 mm drauf, einfach um möglichst engen Bildwinkel zu bekommen. Stelle auf so ein, was sind das? Schneeglöckchen, ne? Auf so ein Schneeglöckchen scharf und der ganze Rest ist komplett in der Unschärfe. Und weil ich mit Blende 1,4 fotografiere, ist das alles und ein bisschen überbelichtet, wird das Ganze sehr, sehr, sehr leicht und luftig. Und der Hintergrund ist ja eigentlich so ein dunkler Bachlauf. Den hätte ich ganz gern noch ein bisschen heller. Und dazu tricksen dann mal kurz. Da ich den Hintergrund ein bisschen heller haben will, bauen wir hier ein bisschen einen Lichtschutz hier oben drüber. Wir kriegen allerdings das Licht von da hinten. Die stehen ja schön im Gegenlicht, aber von oben wollte ich es weniger haben. Denn wenn die weniger Licht von oben kriegen, dann kann ich die ein bisschen länger belichten. Und wenn ich die ein bisschen länger belichte, wird der Hintergrund noch heller. Und mal gucken, scharf. Oh, guckst du. Guck mal. Kannst du sehen? Cool, oder? Und das mit voll geöffneter Blende, 1,4 im Nahbereich. Dafür ist so eine Linse ganz sicher nicht optimiert worden, aber macht sie sehr schön. Ja, da kamen einige Locations zusammen. Ich war mehr als einmal draußen und ich würde ganz gerne an ein paar Beispielen exemplarisch zeigen, was ich so mit dem Objektiv angefertigt habe. Das Besondere ist diese enorm hohe Lichtstärke, 1,4 für so eine Brennweite und das in diesem kompakten Gehäuse. Ich hatte es eingangs erwähnt, das ist wirklich beeindruckend und das bei der Performance, die Objektive
abliefern. Und ich habe dann mal, Sie haben sie in dem Video eben schon kurz gesehen, mit diesen, ich wollte es noch nachgucken, es sind Schneeglöckchen. Ich sage jetzt, das sind Schneeglöckchen. Habe diese Blumen fotografiert und habe die mit offener Blende fotografiert, um den Hintergrund sehr weich zu bekommen. Und da haben wir hier ein paar Ergebnisse. Die sind mit allen drei Objektiven abwechselnd fotografiert. Und habe dann auch mal gezeigt, denn die offene Blende, mit der offenen Blende kann ich nicht nur bei schlechten Lichtverhältnissen fotografieren und die ISO-Zahl klein halten oder die Verschlusszeit entsprechend kurz halten, um aus der Hand zu fotografieren. Die große Blende ermöglicht es mir auch, eine sehr geringe Tiefenschärfe zu erzielen, auch in dem Weitwinkelbereich. Und damit kann ich die Aufmerksamkeit des Betrachters auf einen ganz kleinen Bereich im Bild legen und nicht, wie das jetzt zum Beispiel bei Handybildern ist, wo alles von vorn bis hinten scharf ist und man irgendwann mit der Software das Bild wieder unscharf rechnet, um zu sagen, guck, darauf kommt es an. Geh mal hier in dieses Foto nochmal rein. Das habe ich dann einmal mit der offenen Blende und einmal dann auch mit deutlich geschlossenerer Blende fotografiert und man sieht sofort, ja, das wird dann zwar insgesamt schärfer im Bild, aber der ganze Hintergrund kommt plötzlich sichtbar mit rein und lenkt ab und das ganze Bild wird unruhig. Während das Bild mit offener Blende sehr harmonisch ist, der ganze Hintergrund ist in der Unschärfe sozusagen ertrunken und das Ganze wirkt weich und angenehm. Hab dann hier auch nochmal so einen Farn, der da an so einem Baum sich hochgerankt hat, fotografiert, indem ich auch im Vordergrund ein Stück das Moos mit reingenommen habe und habe das in die Unschärfe genommen und auch im Hintergrund entsprechende Unschärfe. Und dann hat man, ja, wie ich finde, eine angenehme Tiefe im Bild. Und die Schärfe liegt eben auf den Blättern, die man ausgewählt hatte. Dann war ich unterwegs an so einem Bauwerk. Das ist hier das Himbächel-Viadukt. Und habe dann von unten mal nach oben fotografiert. Der blaue Himmel täuscht. Er war wirklich nur sehr, 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 sehr kurz da. Und habe dann verschiedene Objektivbrennweiten eingesetzt. Sieht man dann auch hier. Ich habe dann hier nochmal in die Spiegelung, da war so ein kleines Häuschen, war Wasser oben angesammelt und habe dann eine Spiegelung da noch mit reingenommen. Und daneben floss so ein kleines Bächlein. Und da habe ich dann mit entsprechend geschlossener Blende die Spiegelung des Viaduktes nochmal genau in der Form dieses Baches entdeckt. Und da dachte ich mir, das musst du nochmal fotografieren. Der blaue Himmel spiegelt sich sogar auch noch darin wieder. Und fand ich so ganz witzig. Dabei ist mir übrigens noch eine Sache aufgefallen. Ich werde nachher noch mal kurz auf die eingehen, was das Thema geschlossene Blende angeht. Dann hier noch mal mit der längsten Brennweite. Dann ein Bild oben von der Brücke selber, wo man auch an den Kanten zum Himmel her sieht, dass das von der Abbildungsleistung sehr ordentlich ist. Ich sehe da keine Aberrationen, keine Chromas. Das sieht alles sehr sauber aus. Ja, an einem anderen Tag war ich noch unterwegs. Und das war an einem Bahnhof, wo ausrangierte Schrauben, was auch immer, da lag ganz viel Zeug rum. Die lagen wohl auch schon länger, da hat sich das Gras schon wieder hochgeschlängelt. Und dann habe ich da so ein paar dieser, nennen wir es mal, Stillleben fotografiert, die sich da angeboten haben. Unter anderem lagen da auch abgeflexte Schienen, die ich dann auch noch ein bisschen fotografiert habe, die Tiefe vorne mit reingenommen habe. Das waren so die Sachen, die ich draußen entdeckt habe bei der Suche nach Motiven. Lichtstärke hatte ich erwähnt, ist auch eine Möglichkeit, bei schlechten Lichtverhältnissen entsprechend zu fotografieren, sprich auch Indoor. Das habe ich dann auch nochmal gemacht, um hier die Schärfe mal anzuschauen, auch von dem wirklich schmalen, tiefen, schärfen Saum. Habe hier einfach mal gerade die Dartscheibe hier fotografiert, wo die Darts steckten. Und man sieht wirklich, der Barrel, der ist scharf und das Sisal ist schon fast wieder in der Unschärfe, der Flight hinten sowieso. Das heißt wirklich ein ganz, ganz schmaler Saum, was man auch hier sieht bei diesem Dartständer. Der mittlere Dart ist fokussiert und die anderen sind schon in der Unschärfe. Und auch hier an dem Metall würde man sehr schön sehen, wenn sich chromatische Aberrationen zeigen würden, die sich hier nicht zeigen. Den Schnappschuss, nun gut, das ist jetzt wirklich kein bemerkenswertes Foto. Ich war trotzdem erstaunt. Das war an einem Sonntag, wo dann auch mal kurz die Sonne schien.
Und das war einfach so aus Kamera noch, das war sogar, glaube ich, eines der allerersten Bilder, mit der Kamera ein bisschen befasst und geguckt und was passiert denn da und festgestellt, wenn man da hinten drauf tippt, dann löst die sogar aus. Und dabei ist dieses Bild entstanden. Und ich habe es mal nicht gelöscht, weil, schauen wir uns mal die Struktur von dem Kuchen an. Fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie das aufgelöst wird von diesen Streuseln. Ja, fand ich sehr stark, was die Kamera hier mit dem Objektiv abgeliefert hat in puncto Auflösung. Das ist ein Drache aus dem 3D-Drucker. Das Ding ist an sich schon sehr, sehr beeindruckend. So ein Teil komplett am Stück aus dem 3D-Drucker. Und der wurde hier im Garten drapiert. Und da gucken wir uns auch mal das Auge an. Das sieht man so gar nicht, wenn man sich den anguckt, dass da noch so einzelne Fäden hängen von dem Filament, was bei dem Druck noch da hängen geblieben ist. Und gehen wir auch da mal in die Struktur hier rein. Ich wüsste nicht, was ein Objektiv höher auflösen soll. Und auch hier die Unschärfe hier hinten an dem Stein vorbei in den Garten rein, ja, kann man nicht meckern. Gefällt mir sehr gut. Hier nochmal ein paar Blumen, auch da diese Tulpe. Gehen wir hier nochmal hier oben an die Blätter ran und sehen auch da sehr, sehr schöne Schärfe in den einzelnen Blättern und eine schöne, angenehme Unschärfe in dem Bereich, wo der Fokus eben nicht liegt. Resümee. 3 sehr schöne Brennweiten von 16, 30, 56 mm, also von Landschaft, Astro über das Normalobjektiv bis hin zum Teleobjektiv mit eben 56 mm oder umgerechnet um die 85. Ich habe noch ein Bild, ich möchte Ihnen das ganz kurz zeigen, weil oft kommt auch die Frage, wie sieht es denn aus mit Sonnensternen? Sonnensterne erfordern, dass man entsprechend abblendet, um eine Kante braucht, wo die Sonne dran vorbeischeint oder die Lichtquelle dran vorbeischeint, um diese Sonnensterne zu provozieren. Habe ich hier getan. Gucken wir uns kurz an. So. Ja, die geschlossene Blende. Ich hatte das bei dem Bachlauf schon gehabt und wir hatten ja auch bei dem, wo die Schneeglöckchen standen, sind auch ein paar Bilder dabei mit so Bewegungsunschärfe im Bach. Und die kleinste Blende, die wir hier einstellen können, ist Blende 16. Und das ist bei diesen Bildern entsprechend auch geschehen, dass dieser Stern erscheinen kann. Aber grundsätzlich haben mir diese Bilder bei dem Vergleich zu denen mit Blende 2,8 oder mit Blende 4 wieder mal deutlich vor Augen geführt, wie wichtig man die optische Beugung nehmen muss. Eine Abbildung eines Objektives wird von der Offenblende angesprochen, also von der Lichtstärke, die ein Objektiv hat. Nach ca. zweimaligem Abblenden erreicht die irgendwann ihr Optimum. Da sind die Abbildungsfehler, die bei der offenen Blende noch auftreten können, die sind so langsam weggeschnitten durch die Blende. Und dann, wenn man die Blende immer weiter schließt und das Loch immer kleiner wird, dann entstehen Brechungen an den kleinen Blendenlamellen. Dann haben wir eine Beugung, das Licht wird nochmal gestreut und die Schärfe im Bild nimmt wieder ab. Nicht die Tiefenschärfe. Schärfentiefe, die nimmt im Bild immer weiter zu. Aber die Punktschärfe, die lässt nach. Und das ist mir dann auch wirklich aufgefallen, wenn ich solche Bilder mir dann anschaue, die mit sehr, sehr kleinen Blenden gemacht werden. Das hat jetzt nicht mit diesen drei Objektiven zu tun, das ist generell so. Aber bei diesen Aufnahmen, mit diesen Sonnensternen und der Bewegungsunschärfe ist mir wieder mal so zu Bewusstsein gekommen, das mal anzusprechen. Das ist kein Heilmittel, die Blende möglichst weit zu schließen, um möglichst knackscharfe Bilder zu bekommen. Das ist definitiv nicht der Fall. Für diese Aufnahmen jetzt gemacht, damit eben diese Effekte entstehen. Aber wenn Sie die höchstmögliche Auflösung bei solchen Objektiven haben wollen, schauen Sie, dass sie von der Lichtstärke aus kommt. Zweimal abblenden, drittes Mal geht noch und dann langsam geht es in die Schere, wo man sagt, okay, die Tiefenschärfe nimmt zu, die Gesamtschärfe nimmt ab. So, das war die Vorstellung dieser drei Brennweiten. Wir sind also sozusagen angekommen im Fujifilm X-Mount und mit diesen drei Objektiven ist erstmal nur der Anfang gemacht. Es wird zu Weihnachten, falls Sie also Weihnachtsbild schon verplanen, zu Weihnachten wird das 18 bis 50 2,8 ebenfalls mit Fuji X-Mount von uns vertrieben werden, also vorgestellt werden.
Und über dieses Objektiv hatten wir gerade jetzt, wir haben das vorgestellt im November, meine ich, genau. Und wenn Sie dieses Review schauen wollen, dann kann man das bestimmt irgendwie einbauen, dass man da klickt oder jetzt hier klickt oder da, egal, keine Ahnung. Und dann können Sie sich dieses Review auch anschauen. Und dieses Objektiv wird dann entsprechend auch ab ca. Dezember mit X-Mount zur Verfügung stehen. Ja, so viel zu diesen drei, wie ich finde, tollen Objektiven. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald, machen Sie es gut. Tschüss.